Achtung, Warnhinweis. Bitte deaktivieren Sie jetzt Ihren Echo Dot. Vielen Dank. So, ich hab's gesagt, kann losgehen. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Ja, schaltet den Echo Dot mal auf. Stumm, dass er nicht mehr zuhört, denn ich werde öfters mal den Namen Alexa sagen. Ja, also, oh, ich muss es selbst machen. Alexa, stopp! Also stumm schalten, Freunde, denn heute geht es mal wieder um das Smart Home und wir testen hier Smart Home Steckdosen, die auch kompatibel sind mit Amazon Alexa, mit Google Home und mit IFTTT, also If This Then That, auch so eine Möglichkeit, wie man solche Smart Home Geräte hier steuern kann. Das Ganze funktioniert mit der Smart Life App, probieren wir gleich mal aus. Und die Dinger hier sind relativ günstig und vor allem, sie sind klein. Ich erwarte mir, dass ich hier in meine Steckdosenleiste zwei Stück nebeneinander stecken kann, somit also eine platzsparende Lösung habe. Ich zeige euch noch kurz hier den Hersteller, den konnte ich mir irgendwie nicht merken. Vanceware heißt der. Und ja, ein Zweierpack kostet gerade mal schlanke 25 Euro, also 12,50 Euro für ein Steckerchen. Finde ich völlig okay, aber ob die auch von der Leistung okay sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe hier noch gar nichts gemacht, nicht ausgepackt. Das machen wir jetzt hier alles zusammen. Also Packung öffnen, wir sehen zwei einzeln verpackte Steckdosen. Ich hole jetzt einfach nur mal eine raus, reicht ja zum Testen. So, die andere stelle ich mal hierher und, oh, die sind ja hier richtig nett, wieder einzeln verpackt. Gibt es wahrscheinlich auch einzeln zu verkaufen, werde ich euch alles hier unten verlinken in der Beschreibung. Einen QR-Code haben wir für die Smart Life App, ein paar Hinweise nochmal, was ich eben schon gesagt habe und was hier alles funktioniert. Bis zu 16 Ampere Power kann hier durchgeleitet werden. Man kann hier den Stromverbrauch sich anzeigen lassen, LED-Lichtchen gibt es wohl, klar, Stimmkontrolle, Zeitschaltuhren machen und Remote Access. Klar, mit dem Handy kann man es dann auch steuern. So, wir schauen mal, ob hier der QR-Code funktioniert. Ich starte die Kamera-App und halte hier einfach mal drauf. Dann bekomme ich hier schon einen Pop-up. Gehe mal da drauf, werde auf eine Seite geleitet und von da aus, denke ich mal, geht es dann ab in den App Store. Genau, Smart Life, die offizielle Version, herunterladen und installieren, App Store öffnen, ja bitte, und dann lädt man sich einfach mal die App hier runter. Ich habe sie schon, denn wer meine Videos schon länger verfolgt, diese Smart Life App, ja, die lässt mich gar nicht mehr los. Die wird bei so vielen Produkten benutzt, unter anderem auch hier, von daher, ich habe sie schon, kann also direkt öffnen und bin hier auf meinem Homescreen von der Smart Life App. Aber bevor es jetzt hier weitergeht, müssen wir erstmal die Steckdose auspacken und natürlich auch einstecken. Mann, der war stramm drin. So, was haben wir denn da noch oben aufliegen? Mini Smart Socket Instruction, eine kleine Bedienungsanleitung. Und das sogar auf Deutsch, das ist ja mal nett. Oh, schaut mal her. Sieht ein bisschen aus wie aus einer Kinderüberraschung, aus einem Überraschungsei. Also wir haben hier eine kleine Mini-Anleitung. Dass die wirklich mal auf Deutsch gehalten ist, das finde ich ja mal richtig toll. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also dafür gibt es schon mal ein Lob an den Hersteller. Schön bebildert, alles ausführlich beschrieben, wie es funktioniert. Prima. Also so würde ich mir das immer wünschen. Sehr schön gemacht. Also wir schauen aber noch weiter rein. Da ist dann nur noch unsere Steckdose drin. Und ja, wow, sie ist schon ein bisschen größer als ich dachte. Aber für so eine Smart-Steckdose immer noch relativ schmal. Aber ob hier zwei nebeneinander in die Steckleiste gehen, zweifle ich gerade. Also, hier haben wir den LED-Ring, der nachher wohl beleuchtet sein wird. Dann nochmal den QR-Code für die App. Und ja, ein Knöpfchen hier, damit man auch manuell ein-ausschalten kann. Mehr gibt es nicht zu sehen. Alles Kunststoff. Vanceware steht nochmal dran. Und ich stöpsel die jetzt hier mal ein und schwenk die Kamera etwas nach unten. So, einmal eingestöpselt und ja, da passt keine zweite daneben. Das sieht man hier schon, da ist doch nicht genug Platz. Schade, die haben nämlich damit geworben, dass die so klein sind, die Steckdosen. Aber ich hatte bisher erst eine smarte Steckdose im Test, von der man wirklich hier zwei Stück nebeneinander stecken kann. Ich verlinke euch das nochmal hier oben. Schaut euch mal die an, die war echt mega klein. Die hier ist auch nicht mega groß, aber eben nicht klein genug. So, schauen wir mal weiter mit der Einrichtung. Sie ist angeschlossen und man kann sie im hellen Licht nicht sehen, aber hier ist ein leichtes rotes Leuchten zu sehen. Wir versuchen einfach mal, die anzumelden. Ich gehe hier oben auf Plus in der App und wähle aus, was ich hinzufügen möchte. Das wäre dann eine Steckdose.
und einschalten und bestätigen mit der Kontrollleuchte blinkt schnell. Ich liebe dieses tolle Deutsch hier drin. Ich mache das mal einen Tick heller für euch. Und ja, hier blinkt noch nichts schnell hell. Also halte ich einfach mal den Knopf gedrückt und warte, ob sich da was tut. Ich bin jetzt natürlich hier mega Profi und lese mir hier die Anleitung nicht durch. Also verzeiht mir, wenn ich doch zwischendurch mal vielleicht Mist baue. Aber ich vermute mal, ich krieg's so hin. So, also jetzt blinkt die Steckdose. Nächster Schritt. Dann will er hier unser WLAN-Passwort haben. Das müsst ihr dann einstellen. Ich habe es schon eingestellt. Geh auf Bestätigen. Und jetzt wird auch schon hier verbunden. Und normalerweise hört man dann irgendwann hier so ein leichtes Klackern. Und das blinkt dann nochmal ein bisschen auf. Und dann sollte es das schon gewesen sein. Warten wir es mal ab. Ja, schaut her. Hier kam auch schon ein Pop-up. Neues Gerät mit dem Namen RGB Smart Plug wurde gefunden. Wunderbar, da hat sich also hier die Amazon Alexa App schon direkt gemeldet. Und dann kann man die direkt da hinzufügen. Geht ganz wunderbar. Ich gehe jetzt hier auf Fertigstellen. Jo, das sollte es schon gewesen sein. So, jetzt brauchen wir natürlich noch irgendein Gerätchen, das wir auch hier mit steuern. Ich bin mal so frei, stöpsle hier an und baue mal ganz flott um. So, und mir ist nichts Besseres eingefallen, als hier mal mein iPad anzuschließen mit dem Stromkabel. Das heißt, wenn jetzt hier Strom fließt, wird geladen, dann sieht man das direkt. Also, wir versuchen es mal. Ihr seht, so sieht das Interface aus. Ich habe hier einmal die Möglichkeit zum Ein- und Ausschalten, denke ich, wenn ich hier drauf gehe. Ah, okay. Hier oben ist das. Also, hier schaltet man dann manuell ein und aus. Was das hier jetzt genau sein soll, auslösen, Touch on, Touch auslösen. Ah, okay, das hier ist, ach, da kann man noch Licht einstellen. Was ist denn da los? Das muss ich mir mal genauer anschauen. Ich gehe mal auf die Farbe. Ich stelle es mal hell ein und stelle es mal auf. Ach, Freunde, das ist ja cool. Ich mache mal eben dunkel. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ich kann hier die Farbe einstellen. Also das Teil kann man richtig als Nachtlicht benutzen. Das ist ja mal cool, habe ich so noch nie gesehen. Ihr seht schon, ich kann hier schön mir die Farbe in der App einstellen. Grün, rot, gelb, was auch immer. Kann hier auch gleichzeitig noch die Helligkeit ändern oder auch hier einfarbig das Ganze auswählen. Sehr schön, das ist ja mal eine coole Sache. Ich bin ja echt immer froh, wenn mich mal noch was überrascht und wenn es mal was Neues gibt. Wunderbar, wunderbar. So, was lassen wir denn? Ich lasse es mal hier auf diesem lila-violett stehen und gehe hier nochmal drauf. Ach, und dann kann man hier mit auslösen, kann man eben das Nachtlicht einschalten und ausschalten. Cool, richtig schön was fürs Kinderzimmer zum Beispiel. Das finde ich ja super. Also, wir können es hier manuell einschalten, dass Strom fließt. Wir können das Nachtlichtchen ein- und ausschalten. Wir können hier auch eine Szene einstellen. Was haben wir denn da? Weich. Ach, das ist ja nur fürs Licht. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder raus. So, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier Timer einzustellen. Und zwar zwei Timer. Einmal den Lampentimer für das Nachtlicht und einmal die Zeitschaltuhr, wo man dann eben einschaltet oder einstellt, wann hier die Steckdose eingeschaltet werden soll und wann sie ausgeschaltet werden soll. Wenn man mal im Urlaub ist oder man hat irgendwas, was immer automatisch funktionieren soll, dann ist das eine tolle Sache. Und dann hier der Lampentimer, Timer hinzufügen und ja, kann man auch einschalten, wann der an- und ausgeht. Prima Sache, also Freunde, das finde ich ja richtig, richtig nett gemacht, das Ganze hier. Was haben wir denn noch? Stromverbrauch. Schauen wir uns mal den Stromverbrauch an. Lade ich jetzt hier im Moment? Ja, ich bin am Laden. Und wir sehen, heutiger Stromverbrauch in Kilowattstunden, klar, da wird noch nichts angezeigt. Strom, Milliampere 52, aktuelle Leistung 6,5, aktuelle Spannung 230,7. Gesamtstromverbrauch, klar, da ist noch nichts zu sehen. Aber ihr seht schon, hier ist gerade was umgeschwenkt. Also 6,5, 6,4 Watt gehen hier gerade ins iPad rein. Cool, richtig nette Sache, doch, gefällt mir. Dann in den Einstellungen können wir hier noch einen Namen vergeben. Ja, schöne Sache. Also, jetzt muss das Ganze ja nur noch per Sprachsteuerung funktionieren. Dafür schalte ich mal eben die Steckdose nochmal aus, dass hier nicht mehr geladen wird. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, Freunde, bei mir hat jetzt alles automatisch funktioniert, weil ich schon alles installiert hatte, die Smart Life App. Aber wir müssen das natürlich auch noch unserer Alexa sagen, dass wir hier was Neues haben. Dafür geht ihr bitte hier in die Amazon Alexa App einmal rein. Hier auf die Seiteneinstellungen, Skills und Spiele und dann sucht ihr einfach
mal die Smart Life App. Nein, ich meine den Smart Life Skill natürlich, so heißt das ja. Da haben wir es schon. Und ihr seht, ich habe ihn schon aktiviert. Wenn ihr es nicht habt, müsst ihr einfach hier auf Skill aktivieren klicken. Und dann könnt ihr das Gerät dann hier bei Amazon Alexa hinzufügen. Und ab hier ist mir jetzt die Tonspur des Videos verloren gegangen. Deswegen werde ich das jetzt mal hier nachvertonen. So ein Mist. Auf jeden Fall, ihr müsst einfach das Gerät hinzufügen. Und dann könnt ihr hier auch mit der Alexa ganz normal das steuern. Ihr könnt sagen, schalt das Gerät ein, schalt das Gerät aus, schalte das Licht ein, schalte das Licht auf 10, 20, 30, 40, 50, 100% oder schalte es wieder aus. Was eben nicht funktioniert, ist, dass man dort eine extra Farbe einstellen kann. Also das kann man nur über die App machen, aber ein- und ausschalten kann man es eben dann auch per Sprache. Und das hat alles einwandfrei funktioniert. Ich habe es hier mehrfach getestet. Es gab eine ganz kleine Mini-Verzögerung immer bei dem Licht einstellen. Da gab es so eine Gedenksekunde, kann man sagen. Aber ansonsten alles tipptopp. Und das ist dann auch schon das Fazit von dieser kleinen smarten Steckdose. Ich finde die wirklich klasse, diese Funktion mit dem Nachtlicht. Habe ich vorher so noch nie gesehen. Und man hat es ja gemerkt, ich finde es echt schön. Ich liebe so Beleuchtungssachen, mit denen man etwas rumspielen kann. Also ganz toll, auch so fürs Kinderzimmer vielleicht, um da ein bisschen Ambiente-Licht abends reinzubringen. Prima Sache. Die Einrichtung hat gut funktioniert. Der einzigste Kritikpunkt, den ich habe, ist, ja, dass die Steckdose mir doch ein klein wenig noch zu dick ist, denn ich bekomme in die Steckdosenleiste keine zwei von denen rein. Naja, schade, dann ist immer so ein Platz verschwendet, wenn das vielleicht ein bisschen Mangelware ist, der Platz hinterm Schrank oder so. Aber wie gesagt, irgendwas ist ja immer. Für 25 Euro kann ich euch die Steckdosen hier aber absolut empfehlen. Sind gute Dinger, ihr könnt sie gerne kaufen. Ich verlinke euch das hier unten in der Videobeschreibung, da landet ihr direkt bei Amazon und könnt mal die Teile hier selbst testen. Ansonsten bleibt mir noch zu erwähnen, wenn ihr mehr sehen wollt von Smart Home Geräten, smarten Steckdosen und was es da noch so alles gibt, dann schaut einfach mal in meine Playlist. Ich verlinke die euch auch in der Videobeschreibung und einmal hier oben, da habe ich schon so einiges getestet. Aber für heute wäre es das gewesen. Schöne Steckdosen, mir gefallen sie und wenn ihr sie kauft, werdet ihr mit denen mit Sicherheit auch viel Spaß haben. So, ich hatte auch viel Spaß, bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!